So, servus. Ich mache heute mal wieder ein Wechselrichter-Video, weil ich leider vergessen habe, eine Sicherung einzubauen. Ich depp. Genau. Das werden wir jetzt mal anfangen. So, und ich fange natürlich an mit den guten Sitzschrauben. Ich hasse das, den Sitz wegzuschrauben. Das ist so ein Scheißdreck bei Fiat und Citroën. Ja, und wie sie alle heißen, ist ja eher das Gleiche. Aber also die Sitzhaltung, die ist echt. Naja. Da an ein paar Kabel ran. Immer erst das Bedienpanel abbauen, also wirklich vom Strom nehmen, weil nicht, dass es durchfliegt bzw. eine Überspannung bekommt. Also das nehmen wir jetzt raus. Genau, mit einer Hand ist das scheiße. So, das klemme ich jetzt hier hinten ab, ziehe einfach die Stecker ab und damit hat sich's. Und dann ist man ziemlich safe. So, jetzt muss ich am Sitz noch zwei Schrauben machen, aber die sind so beschissen hinzukommen. Ich zeige euch, wo die sitzen, wenn ich den Sitz abgebaut habe. So, da sitzt meine Lieblingsschraube und da meine zweite Lieblingsschraube. Also man muss von da vorne hier an der Seite durch und dann kann man immer nur so ein paar Millimeter die Schrauben lösen. Das ist nicht so geil. So, da hinten muss ich hin. Da kommt dann unsere Sicherung dazwischen, die übrigens so aussieht. Ich glaube, eine 150er Sicherung. Okay, und nebenbei werde ich gleich mal den alten Wechselrichter abbauen. Funktioniert zwar immer noch, aber naja, beim Durchlaufen ist es ein bisschen blöd, aber hat immer gute Dienste da und hat 500 Watt. Wer ihn haben will, sagt Bescheid. So, da ist das gute Stück von Green Cell. 500 Watt und hat eine gerade Sinuswelle, also eine reine Sinuswelle, wie man so sagt. Hat immer gute Dienste geleistet, so mit einem kleinen Föhn, Haareföhn und so, das war alles okay. Aber da sind noch mal ein paar Eckdaten. Da musste jetzt weichen, weil ich habe den dran gemacht mit 2000 Watt. Und ja, wenn man mal einen Kompressor anmachen muss oder da sind zwei Steckdosen dran. Da kann man halt den beide E-Bike-Akkus komplett laden. Und das ist halt ein bisschen besser, weil mehr Leistung passt schon. Und die 100 Ampere Lithium, die ich da drunter habe, die reicht völlig aus. Also für so Fahrradgeschichten oder E-Scooter oder weiß der Geier. Also für unseren Strom reicht es leicht. Ich habe auch kein Solar auf dem Dach. Und wir haben halt einen Ladebooster. Falls wir mal Strom brauchen, kann man den noch aktivieren. Aber ist nicht nötig, weil eigentlich reicht der normale, die EBL, der Elektroblock vom Wohnmobil. Der lädt mit 15 Ampere und wir fahren jeden Tag irgendwie ein paar Kilometer. Da kommt immer Strom rein. Und ich sag mal, wenn wir abends auf dem Stellplatz sind oder Campingplatz, je nachdem, dann hast du immer 95% in der Batterie. Mindestens 90. Also
Ich hätte noch nie Schwierigkeiten gehabt und ich lade abends auch, was man so hat, MacBook, Tablet, Handy, keine Ahnung. Das reicht vom Strom auch und ja, das passt soweit. So sieht der ganze Spaß aus. Also das Kabel, das kommt da hinten raus. Da muss ich jetzt mal gucken, wie man das einbasteln, ob ich das noch kürze, wo ich die Sicherung dazwischen baue, aber ich nehme an, die werde ich da drunter setzen. Und das Kabel kommt dann dahin. Und hier hinten kommt dann quasi das Kabel kommt dann an diese Schraube. Und dann ist das perfekt abgesichert. Und alle sind glücklich. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das beim Einbau vergessen habe. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie total ignoriert. Aber gut, so ist das manchmal. Aber besser spät als nie. Und besser als die Hütte brennt. So, wir haben jetzt 3 Stunden später. Und ich bin fertig und das sieht so aus. Hier liegt natürlich noch alles rum. Aber wurscht. So, da ist alles wieder dran. Und das fette Kabel. Man sieht es ein bisschen schlecht. Da hinten ist die Sicherung. Und geht dann sauber da vorbei, durch das Leerrohr und zurück bis auf den Wechselrichter. Hätte ich fast Endstufe gesagt. Naja, so Masse mache ich jetzt noch dran und dann ist rum ums Eck. Also, ich habe es soweit fertig. Ich war jetzt noch mal kurz was nachschauen wegen den Daten. Also, meine Batterie ist eine 100 Ampere Lithium. Die hat einen dauernden Ladestrom von 200 Ampere. Da kommt man aber relativ selten hin. Und ich hatte jetzt mal einen Heißluftföhn dran mit 2000 Watt. Der hatte 164 Ampere Entladung. Den habe ich da mal 10 Minuten laufen lassen. Kein Problem, Sicherung hat gehalten. Die Sicherung ist eine 150 Ampere Sicherung, die hinter der Batterie Richtung Wechselrichter sitzt. Und ja, das sollte alles soweit passen. Ich zeige jetzt noch mal, wie das alles verbaut ist und wie man das gemacht hat. Also, da ist mein Wechselrichter. Da sind die ganzen Pluskabel. Das dicke geht unten in die Sicherung rein. Und dann von der Sicherung geht es dahin. Unten ist die Masse dran. Genau. Und alles zusammen läuft über diesen Shunt. Das ist das Massekabel von der Batterie. Also das kommt von da, geht nach da, den Shunt. Und von diesem Punkt aus geht das alles zu den Anzeigen hin. Hier zu meiner Rotronic-Anzeige und da kann man dann quasi gucken, wie viel Power die noch hat. 85%. So, alles aus. Keine Verbraucher im Moment dran. Aufbaubatterie 13,3 Volt. Autobatterie 12,7 Volt. Das sind die Gesamtstunden, die sie noch hält. So, ein Aus ist klar. Und das sollte soweit alles funktionieren. Den Wechselrichter habe ich selber eingebaut, aber den Ladebooster zum Beispiel, da habe ich da noch einen An- und Ausschalter, dass ich ihn extra ausschalten kann. Der ist eigentlich immer aus. Der kann während der Fahrt die Batterie laden, wenn das nötig ist. Und der lädt mit 30 Ampere. Und normalerweise ist da der Elektroblock vom Auto original und das lädt ja normalerweise mit, ich glaube, 15 Ampere, wenn du fährst. Das reicht aber. Aber wenn man die Euro 6 den Schmarrn umgehen will, macht man halt einen Ladebooster an und dann lädt auf jeden Fall diese Lithium-Batterie.
wie gesagt, uns reicht die eigentlich für diese Verbraucher, die wir so dran haben, ist immer ausreichend da. Und ja, funktioniert wunderbar. Also ich baue jetzt noch den Sitz drauf und klemme wieder alles an. Und dann ist der Spaß schon vorbei. Aber man soll es nicht unterschätzen. Es ist zwar nur ein kurzes Video, aber die Kabel ordentlich verlegen und war jetzt schon 2 Stunden beschäftigt. Also man sollte schon ungefähr wissen, was man macht, weil wer keine Ahnung hat, lieber zum Profi fahren und in der Werkstatt machen lassen. Nicht, dass das Auto abbrennt, muss ja nicht. Also in diesem Sinne, bis dahin.